Hi, heute stelle ich euch meine Top 10 Filmempfehlungen vor, um eure Anlage zu testen. Diese umfassen sowohl Music- und Musical-Filme als auch klassische Actionfilme. Eigentlich könnte diese Liste noch deutlich länger werden, aber ich denke, ich habe euch einen guten Mix herausgesucht. Viel Spaß dabei! Burlesque. Der mit Christina Aguilera und Cher 2010 veröffentlichte Film ist herausragend geeignet, um die Musikalität eurer Anlage im Surround-Bereich zu testen. Der Film gewann 2011 den Golden Globe Award für den besten Originalsong You Haven't Seen the Last of Me, der von Cher interpretiert und von Diana Warren komponiert wurde. Gerade bei dem Finale im Film geht es mit richtiger Dynamik vorwärts und aber auch Auflösung. Das Schnipsen und das Tambourin sollten präsent und fein auflösend rüberkommen. Die Toms und die Bassdrum sollten differenziert und mit genügend Punch rübergebracht werden. Dunkirk. Der 2017 veröffentlichte Kriegsfilm um die Schlacht von Dünkirchen, bei dem Christopher Nolan Regie führte und Hans Zimmer für die Komposition zuständig war, beinhaltet eine der heftigsten Kampfszenen aller Zeiten. Bei der Oscarverleihung 2018 erhielt der Film 3 Auszeichnungen für den besten Schnitt, für den besten Ton und für den besten Tonschnitt. Wie ich finde, zu Recht. Der 2014 erschienene Science-Fiction-Film, bei dem ebenfalls Christopher Nolan Regie führte und Hans Zimmer die Musik komponierte, punktet mit sehr vielen atmosphärischen Klängen, aber auch brachialen Tieftonspuren, wie zum Beispiel beim Raketenstart. Hier kann man schön testen, wie viel Stromlieferfähigkeit die Basseinstufe besitzt. Denn die Pufferungen durch die Kondensatoren werden direkt leergezogen und nur euer Netzteil muss nachschieben. Bei sehr leistungsfähigen Endstufen kann hier auch mal das Licht ausgehen, je nach Modell. Ich habe bei mir dafür extra einen Automat mit C-Charakteristik verbaut, um die Spitzenströme weniger zu berücksichtigen. Der Film wurde für 180 Auszeichnungen nominiert, für die er 40 Stück gewonnen hat. John Wick 1, 2 und 3. Der in den USA 2014 erschienene Actionfilm mit Keanu Reeves war für mich die Überraschung 2015, als er in Deutschland erschienen ist. Die Präzision und der Tiefgang der Waffe ist vielleicht nicht ultra realistisch, aber dafür umso beeindruckender. Als John Wick den Hammer schwingt, um seine verborgenen Waffen wieder ans Tageslicht zu bringen, arbeitet der Subwoofer dermaßen brutal, dass man Angst hat, dass etwas kaputt geht. Auch als John Wick zum Aufräumkommando im Club wird, kommt eine Dynamik und Präzision zum Tragen, die man in vielen anderen Filmen zu vermissen scheint. Als er im Bereich des Jacuzzis die Glasscheibe zerschießt, springen einem förmlich die Splitter entgegen. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Solltet ihr Körperschallwandler bei euch installiert haben, werden diese fast pausenlos zu tun haben. Die Schüsse sind so satt abgemischt, dass es einen fast aus dem Sessel befördert. Ready Player One. Der 2018 in den deutschen Kinos angelaufene Science-Fiction-Film besitzt eine deutsche Dolby-Atmos-Tonspur, die wir sehr gerne zum Vorführen benutzen, dass sich die Deckenlautsprecher sehr überzeugend vom Rest absetzen können. Durch Ready Player One entstand auch die Idee zum Winterprojekt 2019, den Skycade, einen selbstgebauten Retro-Arcade-Automat. Wenn ihr mehr darüber wissen möchtet, schreibt mir dazu in den Kommentaren. Als das Rennen stattfindet, gibt es fast kein Halten mehr. Die Coins fliegen nur so über die Leinwandbreite und King Kong haut auf den Boden, als gäbe es kein Morgen. Die Abrissbirne tut dann ihr Übriges. Ready Player One ist hier mein Actionkönig, was den Ton anbelangt. Bildtechnisch konnte mich der Film allerdings weniger überzeugen. Whiplash. Der 2014 erschienene Film enthielt über 100 Nominierungen und gewann 41 davon. Unter anderem hat er den Oscar für den besten Ton erhalten. Der Schauspieler Miles Teller nahm für diesen Film extra Schlagzeugunterricht, um die Szenen möglichst echt rüberkommen zu lassen. Gerade im Finale, als hier mit schier unbändiger Kraft und Ausdauer gespielt wird, bis die Hände bluten, lässt es mich vor Euphorie kaum noch aushalten. Das Zuschauen ist eine wahre Freude und die ganze Story zog sich spannend durch wie ein roter Faden. Auch beim Publikum ist der Streifen klasse weggekommen und wird bei der Filmdatenbank IMDb mit einer 8,5 bewertet, was einen Spitzenwert darstellt. Mad Max, die Canyon-Szene. Die 2015 mit Tom Hardy in der Hauptrolle veröffentlichte Fortsetzung Nummer 4 der Actionreihe besticht mit enormer Dynamik und Atmosphäre. Der Film erhielt den Oscar unter anderem für den besten Ton und den besten Tonschnitt. Abgemischt wurde hier in Dolby Atmos, selbst auf die Dolby Atmos Demo-Disc hat es der Ausschnitt davon geschafft und überzeugt mit Tiefgang, stimmiger Surround-Kulisse und fetter Action. The Greatest Showman.
Ich stehe eigentlich nicht auf kitschige Musikfilme, aber bei diesem mache ich eine ganz große Ausnahme, da er selbst gestandene Männer teilweise die Tränen in die Augen treibt. Die schauspielerische Leistung und der Gesang, den die Protagonisten selbst aufgenommen haben, sind bemerkenswert. Ich wusste zwar, dass Hugh Jackman und Zac Efron singen können, aber dass das mich so in diesem Movie berührt, hätte ich nicht gedacht. Als dann der Auftritt der schwedischen Nachtigall Jenny Lind, gespielt von Rebecca Ferguson, anbrach, war meine Begeisterung vollends da. Gesungen wurde das Lied Never Enough übrigens von der US-amerikanischen Sängerin Lauren Allred, welche vom Sänger Neo entdeckt worden ist. Alita: Battle Angel. Dieser 2019 veröffentlichte amerikanische Cyberpunk-Film von Regisseur Robert Rodriguez überzeugt einmal mehr durch die visuelle Umsetzung des digitalen Charakters Alita, welche von der Schauspielerin Rosa Salazar verkörpert wurde, und einmal durch die fast im kompletten Film auftretende Dynamik. Auch die Surround-Kulisse bei der Verfolgungsjagd im Stadion ist beeindruckend. Der Film entstand übrigens in Zusammenarbeit mit James Cameron, was die wenigsten wissen dürften. Free Fire. Der Film beinhaltet zwar nur eine deutsche 5-Kanal-Tonspur, die hat es allerdings in sich. Die überaus witzigen Dialoge weisen eine super Sprachverständlichkeit auf. Und nach ca. 5 Minuten gibt es eine riesige Überraschung. Die Schussszene lässt sich bei Referenzpegel selbst den abgehärtesten Mann im ersten Moment zusammenzucken. Selbst nach Ankündigung erschrecken sich die Gäste regelmäßig bei mir in der Demo. Oh, leck mich am Arsch! Leute! Nun wünsche ich euch viel Spaß beim Entdecken dieser Filme. Als Tipp für Reviews und Filmvorstellungen schaut euch doch mal den Kanal Kinoblog von Sebastian an, welcher regelmäßig neue Sachen vorstellt und er sich dabei richtig Mühe gibt. Bis dahin und bis zum nächsten Mal, euer Nils.